Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen Cosmoteer und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier mit meinem neuen Schiff. Ja, wie ihr seht, hat sich wieder mal ein bisschen was getan. Ich habe gesagt, ich will ein bisschen rumspielen und diesmal spielen wir jetzt mit den Ionenstrahlemittern und den Prismen. Und genau, vielleicht fangen wir so rum an. Ich habe einen netten Kanal gefunden, das klingt gut. Ich habe einen coolen Kanal gefunden, das ist Nilaus, das ist ein englischer Kanal und zumindest englischsprachig. Ich weiß nicht, ob Nilaus selber könnte auch ein Deutscher sein, zumindest wenn ich so sein Englisch höre. Und der hat ziemlich coole Videos und er hat ein ziemlich cooles Ship-Design, was ich nicht ganz so hässlich finde. Das heißt, ich habe mich hier auch von ihm inspirieren lassen. Das ist so ein bisschen, ja, ich denke auch, wir werden nochmal uns dann irgendwie ein bisschen im Schiffbau zusammen betätigen, irgendwo, vielleicht in der nächsten Folge oder so, und werden da nochmal das Ding ein bisschen weiter ausfeilen. Denn wir gehen ja jetzt langsam Richtung Endgame. Ja, wenn wir uns das Schiff hier angucken, und dann machen wir mal den Blueprint auf, dann sehen wir jetzt schon, ich verwerfe das Ganze mal, dass wir hier nicht mehr so viel Platz nach außen haben. Ne? Also das geht natürlich noch größer, aber es hat seine gewissen Grenzen. Es ist natürlich jetzt schon wirklich ganz schön klobig, aber okay, es ist halt einfach so, ne? Aber so fährt man halt am besten. Uns fehlt halt noch Defense an der Seite, uns fehlt Defense hinten. Aber für das, was ich hier aktuell mache, reicht das ganz gut. Ja, Damage-Quellen sind bei mir hauptsächlich Prisma. Die Prismen, und ich habe ein bisschen hier so einen Dump. Da geht sozusagen, wenn wir Munition finden, hier eine EMP und hier einen Raketenwerfer, weil das findet man irgendwie immer. Und dann jetzt haben wir die Schilde dran. Das hatte ich aber, glaube ich, schon bei meinem anderen Schiffsentwurf. Ich bin mir gerade nicht so genau sicher. Und hier habe ich jetzt strategische Verteidigungssysteme. So ist das vom Prinzip in der Front aufgebaut. Und dann haben wir hier ja so ein Gitter. Und hier haben wir auch ganz viele Schilde, die immer ein Stück weit nach vorn gehen, damit wir das hier relativ sicher bekommen. Und dahinter sind jetzt unsere Prismen in Reihe. Also das heißt, wir haben 8 Ionenstrahlemitter hier hinten dran. Und die gehen einmal in jeweils ein Prisma rein. Und das fand ich spannend, wie das funktioniert. Ihr könnt so ein Prisma, wenn das gebaut ist, ich gehe einfach mal in den, na, speichere mal deinen Kram hier. Genau, wenn ihr in den Baumodus geht, dann könnt ihr die ja einfach platzieren, ne? So wie hier, könnt ihr euch drehen. Mit der rechten Maustaste geht das übrigens auch, habe ich letztens festgestellt. Könnt ihr platzieren und sonst könnt ihr hier erstmal nichts damit machen, ne? Und wenn ihr aber hier dann draufklickt, könnt ihr die ausrichten. Ionenprisma ausrichten und dann könnt ihr hier erstmal eine Richtung festlegen oder die einfach auf ein anderes Prisma schicken. Und so funktioniert dann der ganze Zauber. Das heißt, ihr habt jetzt einen Ionenstrahlemitter, der geradeaus schießt und wird direkt in das Prisma geschossen. Den muss ich jetzt natürlich nicht ausrichten, sondern der ist ja automatisch, logischerweise, wenn er geradeaus schießt, kommt er auf das Prisma, was hier davor ist. Und das nächste Prisma, das habe ich dann einmal ausgerichtet auf das Prisma, genauso wie das. Und dann habe ich dasselbe hier oben gemacht mit dem, dasselbe hier gemacht mit dem, dasselbe hier gemacht mit dem. Und dann habe ich dieses und dieses Prisma auch nochmal zusammengelegt. So, wie funktioniert das Ganze? Also vom Prinzip könnt ihr die Dinger umlenken. Und mit den Prismen, das ist sozusagen der Punkt, weil ihr dann ein bisschen das mehr konzentrieren könnt. Denn stellt euch mal vor, die Teile schießen halt nur geradeaus. So, das macht unterm Strich dann halt, dass ihr, zwar wenn ihr das vorne dran habt, eine tierische Range habt. Ich weiß gar nicht, ob die Dinger lenken können. Bin mir gerade nicht sicher. Aber hier haben wir die halt so verbaut, dass die sehr, 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 sehr sicher sind. Ne? Denn jedes Schiff, was uns angreift, muss sich erstmal hier durch die ganzen Schilde hier vorne kämpfen. Dann durch diese Strukturen, die wir hier haben. Die haben zwar nicht viel, aber die haben auch 100 Lebenspunkte. Und dann noch durch die Schilde, die wir hier innen haben. Ne? Und die sind relativ gut verteidigt. Ne? Hier durch die ganzen kleinen. Hier haben wir noch einen großen. Der geht auch noch mit raus. Und boah, ich sehe den gar nicht. Ich weiß gar nicht, welcher das hier ist. Das ist der. Kann euch gar nicht genau sagen, ob der jetzt unbedingt hier durchgeht. Könnte auch sein, dass der totaler Blödsinn ist. Aber ich habe den jetzt hier trotzdem verbaut. Das ist für mich okay. Ja, und dann natürlich klar, ich habe ein bisschen Gimmick-Schnickschnack hier drin. Das hätten wir vielleicht auch gar nicht gebraucht. Habe ich letzten Endes festgestellt. Man hätte das wahrscheinlich noch ein bisschen enger zusammenbauen können. So haben wir ja trotzdem noch eine recht große Öffnung hier vorne. Und man hätte auch das noch enger machen können. Man könnte das Ganze auf einen Strahl lenken.
Punkt ist nur, je mehr wir das bündeln auf einen Strahl, umso mehr Schaden verlieren wir. Der eine Strahl macht zwar dann richtig Damage, aber er macht halt weniger Schaden, wie wenn die Dinger einzeln sind. Das heißt, die Prismen sind nicht dazu da, um euren Schaden zu boosten, sondern nur, um Schaden zu konzentrieren. Ich denke, so würde ich das in etwa formulieren. Standardmäßig machen die Dinger 1750 DPS, im Nahkampf 2500. Das heißt, ihr könnt nochmal euren Schaden deutlich boosten, wenn ihr auf Nahkampfreichweite geht. Und ich weiß gar nicht, was Nahkampfreichweite bedeutet. Kann euch das gar nicht so genau sagen. Jedenfalls seht ihr hier, wie das funktioniert. Die lenken den Winkel der eingehenden Ionenstrahlen ab und richten sie auf feindliche Schiffe oder andere Ionenstrahlprismen. Und Schussbogen, Turmgeschwindigkeit. Ich kann euch nicht sagen, ob die selber lenkbar sind. Ich glaube nicht. Ihr müsst die immer ausrichten. So habe ich das letzten Endes auch gemacht. Zeige ich euch dann auch gleich. Und die verlieren immer ein bisschen Schaden pro Strahl, den ihr da zusammenfügt. Ne? Ihr seht das, der erste Strahl. Ein Strahl macht ganz normal, bleibt beim 100% Damage. Wenn ihr einen zweiten Strahl zusammenfügt, wird es auf 75% reduziert. Wenn wir jetzt noch einen dritten Strahl anfügen würden, dann würde das noch mehr reduzieren. Deswegen versuchen wir maximal immer nur zwei Strahlen zu kombinieren. Und ich weiß nicht warum, aber man kombiniert auch immer nur zwei gleich starke Strahlen. Das heißt, klar könnte ich jetzt die beiden hier drauf lenken und das hier auch noch hier drauf lenken. Aber dann glaube ich fast, dass der den Schaden von denen auf den hier reduzieren würde. Ich denke, darum macht man das so. Also einen genauen Grund weiß ich nicht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Genau, und die vordersten sind jetzt einmal gerade ausgerichtet. Das seht ihr hier, die sind einfach nur nach vorne raus, das auch. Und den habe ich halt hier nochmal ein bisschen rüber lenken müssen, weil das hier vom Platz nicht gereicht hätte. Und deswegen habe ich die dann auch nochmal miteinander kombiniert, sonst hätte das einfach nicht gepasst. Ja, deswegen haben wir die zwei auf den, die zwei, sieht man das hier so? Wenn wir das sehen, dann sehen wir das, dass ich das alles auf denen dann letzten Endes bündel. Genau, so ist jetzt erstmal die grundlegende Funktionsweise. Das ist unsere Hauptschadensquelle, das ist Defense und dann hier halt wie gesagt noch ein bisschen Dump. Und damit sind wir jetzt tatsächlich in einem 14-16er Universum unterwegs. Und wir haben massivst viele Schubdüsen, die richtig, richtig reinkloppen. Das ist Wahnsinn. Vom Layout her haben wir jetzt 411 Betten hier aktuell drin. Und wir könnten aber sogar, glaube ich, noch mehr reinnehmen. Ich musste mal gucken. Fliegen nochmal hier kurz hoch. Also ich habe mein anderes Schiff tatsächlich jetzt noch in der alten Welt gelassen. Also in einem von der anderen Galaxie und ja, ist jetzt halt so. Ah, hier, wir können tatsächlich noch ein bisschen was anheuern. Seht ihr mal. Das sind dann alle, die wir hier kriegen. Nochmal drei. Und mehr gehen nicht rein, ne? 488 Besatzung. Also das geht jetzt hier richtig steil durch die Decke. Und gejumpt bin ich tatsächlich hierher, weil wir keinen Ruhm mehr gekriegt haben. Wir haben jetzt 4000 Ruhm und wir haben richtig, richtig Kohle. Und wir haben auch ganz gute Mats, ne? Wenn ihr euch das mal anguckt, wir haben jetzt in unserem Lager gerade drin 119 Diamanten, fast 1000 Triestahl-Hyperspulen. Den ganzen Krimskrams haben wir hier drin. Oh. Ach! Wir verlieren gerade Crew. Aber okay, letzten Endes, die Crew können wir ersetzen. Ja, die kratzen, glaube ich, gerade alle ab. Ja, danke für nichts. Die haben wir jetzt gerade eben verloren, oder? Kommen die nochmal zurück? Okay, der hat das noch gecheckt. Sehr gut. Nee, ich will das tatsächlich mal verwerfen. So. Nochmal kurz gucken. Sehr schön. Also, passt. Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal hier in so ein Zielgebiet und versuchen mal irgendwas wegzurotzen. Immer schön den Speichern-Button hämmern. Und hier ist es tatsächlich so, dass ich sogar mit ganz, ganz, ganz smoother Geschwindigkeit spiele. Also es ist irgendwie funny, es sich anzugucken. Und ihr seht, wir sind auf 95 Meter pro Sekunde. Das Ding geht echt ab wie ein Zäpfchen. Und das bei der Größe, das finde ich total cool. Und das muss man, oder das müsste man tatsächlich nochmal irgendwie beibehalten.
So, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt hier natürlich wieder Sensorphalanx drin. Da sehen wir ein bisschen was. Und das ist jetzt ein 14er Schiff. Er hat eine Railgun dran. Ich würde trotzdem versuchen, ihm den Kram wegzuschießen, weil mit dem habe ich schon ein bisschen gespielt. Wenn ich dem die Railgun wegballer, dann haut der nämlich ab und dann fliegt der noch schneller als wir. Und das ist ziemlich krass. Weil wir könnten es ja nochmal probieren, indem wir einfach direkt drauf gehen. Und ich versuche hier auch tatsächlich Nahkampfreichweite zu halten. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Und ich würde aber auch langsamer machen. Tatsächlich sogar bloß auf ein Viertel, denn ihr werdet gleich sehen, wie das hier abgeht. Nehmen auch mal die Strahlen und die können wir nämlich manuell auf Anschalten stellen. Dann sind die, dann laufen die schon mal durch. Dann seht ihr ungefähr, wo die Reichweite ist. Weil ansonsten fängt er zwar an mit Schießen, wenn es losgeht, aber so schießt er jetzt schon die ganze Zeit. Und ihr seht, ne, wir sind sehr langsam unterwegs, aber wir sind ein bisschen schneller als der, denn der hat richtig, richtig, richtig viel Trieb hier hinten dran. Und dann ballert er nämlich seine Raketen raus und die haben nämlich gut Range. Ja, aber gleich geht die Schmelzerei hier los. Und dann seht ihr, der Strahl ist ein klein bisschen dicker. Das sind die zwei Strahlen, die ich kombiniert habe. Da kamen die Wayguns und die schlagen einmal hier vorne ein. Aber unsere Schilde leben noch. Ja, und dann können wir uns jetzt hier einmal durchfressen. Das ist nicht ganz ideal. Ich glaube, ich hätte wirklich gerne die Strahlen noch ein bisschen zentraler. Gehen die Wayguns wieder raus. Werden da raus katapultiert wie eine Achterbahn. Oder hat ein Strahl schon keinen Saft mehr? Ah, da reicht es ein bisschen am Strom. Da hinkt es ein bisschen am Strom, sehen wir hier auch. Da muss die Crew ganz schön ackern. Weiß nicht, ob die Wege hier ideal sind, die ich mir hier so gebaut habe. Ist mir nämlich schon aufgefallen, dass das teilweise ganz schön... Naja, weil die halt nicht hier reingehen. Ne? Ich müsste vermutlich der Crew sagen, dass die erstmal hier reingehen sollen und dann sollen die von hier den Strom holen. Das wäre vermutlich sinnvoller. Das müsste man sich nochmal überlegen. Ne? Denn im Moment haben wir tatsächlich ab und an mal noch Stromausfälle. Aber ansonsten seht ihr, läuft das hier relativ safe. Ne? Wir müssen hier nichts weiter befürchten. Wir sind ja schneller als er, kommen auch ein bisschen näher ran. Und jetzt hat es hier einmal richtig schön gescherbelt. Wenn ihr einmal von die Railgun gut kriegt, dann macht die bis hinten wirklich alles kaputt. Und dann platzt die andere Railgun gleich mit. Und das in einer Viertelgeschwindigkeit. Ich stelle mal auf einfache. So, und dann hat's ihn einmal sozusagen zersenzt. Ja? Ach, wie schön dieses Wortspiel immer passt. Und ja, der ist komplett durch. So, da können wir auch unseren Arm hier ausschalten. Und einmal alles reparieren. Jo, zwei Eisen. Ich denke, das ist akzeptabel. Das können wir mitmachen. Und ja, finde ich echt spannend, dass das unterm Strich so entspannt läuft. Ja, obwohl, also wir haben, ich finde nicht, dass wir too much haben hier. Und wir kommen trotzdem echt gut mit den Schiffen klar. Und da ist ja noch extremst viel mehr Potenzial, hier noch mehr Schaden reinzukriegen. Das finde ich einfach so spannend. Muss man ein bisschen aufpassen. Der will uns, glaube ich, ans Leder. Deswegen würde ich mich mal drehen. Und platzieren wir hier nur mal die Option für Wrack. Dass ich den dann auch leer räume. So. So, dann müssen die Jungs jetzt erstmal wieder losrennen und erstmal wieder ein bisschen Energy an den Start bringen. Ja, der haut wieder ab. Okay. Ja, dann demontiert mal euren Kram hier. Uns genau so platziert, dass ich ihn da unten mit dem Mining Laser abbauen kann, denn die Mining Laser sind einmal hier, einmal auf der anderen Seite. Auch noch ein Schiff. Das sind 60, okay. Ja, also man kann wirklich zusammenfassen, hier oben ist es langsam dann eben so, dass die Schiffe auch schneller werden. Ja, das ist echt ein krasses Thema. Und deswegen muss ich natürlich auch an meinem Schiff aufpassen, dass ich das ein bisschen schneller mache. Was ist denn das für einer?
hat einfach nur Schilde und wahnsinnig viele Flaks dran, aber Flaks machen irgendwie auch keinen Schaden, ne? Der hat hier vorne die zwei EMPs, das ist, glaube ich, bei dem so krass. Naja, wir versuchen es mal. Wir bauen mal noch weiter ab. Denn wir brauchen Materialien. Wenn wir uns da noch ein größeres Schiff bauen wollen, brauchen wir auf alle Fälle diesen Kram hier voll. Aufs Eisen geht es mir gar nicht mal so sehr, aber zumindest, aber wenigstens um die ganzen anderen Sachen. Diese ganzen Mats hier, wie diese ganzen ja, Diamanten, Prozessoren und sowas, das muss man schon irgendwie voll bekommen. Und den Triestahl und so. Deswegen bin ich hier auch echt hinterher jetzt. Okay, perfekt. So. Wäre aber auch schon das nächste Zielgebiet hier. Deswegen können wir uns dem, denke ich, mal nähern. Oh, das ist ein 16er Schiff. Der gibt uns 250 Ruf. Jetzt gucken wir uns das mal an. Alter Schwede. Okay, der hat Nukes. Was ist das hier? Das ist alles nochmal Prismen. Das geht hier rüber. Worauf sind die denn ausgerichtet? Richtet der die im Kampf nochmal aus? Kann das sein? Das? Ah, okay, spannend. Er kriegt sozusagen die beiden auf den, die beiden auf den, die beiden auf den, die beiden auf den. Dann kann man hier jeweils zwei auf den und den auf den. Das ist mal eine richtig coole Um-die-Ecke-Konstruktion. Also das ist mal ein krass geiles Schiff. Hinten die Teile dran. Hier ein bisschen Defense. Dann diese Flügel, alles mit den Schildern. Hier richtig dick, fett Puffer vorne dran. Und dann hier die ganzen Nukes. Alter Schwede, das ist mal ein richtig krasses Schiff, Freunde. Und dann haben wir hier einen großen Reaktorkern, noch einen großen Reaktorkern. Und wo sind die Brücken? Schildgeneratoren? Auch kleine, immer wieder dahinter. So ganz knapp, dass man wirklich, also das ist clever. Hyperraumantrieb, aber was mir hier wirklich gerade fehlt, sind die Cockpits. Hier ist ein Hyperraumantrieb. Ich habe keinen Schimmer, wo das sein soll. So ein Schiff ist natürlich cool. Also da habe ich schon Bock drauf, nochmal irgendwie so in die Richtung ein bisschen rum zu experimentieren. Und ich finde die Cockpits nicht, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Das ist Maschinenraum, okay. Haben wir hier auch. Dass der hier rausschießen kann und den hier nicht behindert, ist für mich aber schon ein bisschen komisch. Eigentlich sollte das nicht klappen, oder? Oder ist das mit denen kein Thema? Hubquartiere, okay. Ja. Sieht das von oben auch. Lagerhalle. Dann auch. Ja, kleine Lagerhallen dran natürlich. Energiekondensatoren. Fabrik, okay. Für hochexplosive Raketen sind gleich die Fabriken noch dran und dann die Lagerhallen, damit man natürlich ein bisschen was reinspeichern kann. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man die auch einfach nur, wenn alle, dann alle, Sensorphalanx. Hier oben, hier ist die Brücke. Jetzt habe ich es gesehen. Ist genau da in der Mitte. Das ist der Dude. Okay, alles klar. Wie machen wir den jetzt kaputt? Also wir müssen irgendwie versuchen, an den Rand zu kommen. Und zwar nicht von vorne idealerweise. Sondern hier irgendwie von der Seite. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier die Nukes wegschießen. Das wäre so mein Plan. Und... ja, keine Ahnung. Also es ist ein 16er Schiff. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das was wird oder ob der... Ich gehe davon aus, dass der uns mit den ganzen Nukes einfach zerlegen wird. Ui, hier wird es jetzt richtig hämmern. Da gibt es eine krasse Kettenreaktion. Da sind vorne die Schilde nämlich einmal weg. Glaube ich, gleich schon mal ein bisschen lenken. Aber wir können uns zumindest in Position drehen. Das ist was Angenehmes. Aber wir müssen
Wir müssen die Nukes irgendwie wegkriegen. Das ist erstmal das höchste Gut. Da kommen nämlich schon wieder neue. Schön, wenn er wenigstens auf einer Sache bleibt hier. Wie ihr seht, wir spielen hier in einer Achtelsekunde. Also das ist wirklich richtig, richtig knapp hier alles. Aber wir müssen... Freund, du musst dich noch ein bisschen drehen hier. Da knallen die Nukes hier rein. Eine Nuke. Zwei Nuke. Ich glaube, der Flügel hier ist gleich weg. Da geht die Nuke, da schlägt sie ein. Siehste? So, und da nehmen unsere Waffensysteme wahrscheinlich gleich auch schon ein bisschen ab. Boah. Ach, guck mal, die bewegen sich doch. So aufgefallen ist. Vielleicht müsste man da doch... weit wahrscheinlich, glaube ich, nicht nehmen. Ich würde noch mal den letzten Spielstand laden. Haben wir hier gerade gespeichert? Ja, ich glaube schon. Ja, gerade wo wir hier noch dabei waren, den Kram wegzureißen. Und vielleicht versuchen wir es doch nochmal mit einem etwas konzentrierteren Strahl. Das wäre jetzt nochmal eine Option. Ich glaube, der hat abgedreht. Warten das mal, der wird schon langsamer. Seht ihr das? Aber dann dreht er hier ab. Und diese Strahlen ist ja auf den gerichtet, ne? Aber der hat sich vorhin bewegt, das habe ich gesehen. Deswegen, das ist so spannend, warum sich einige drehen können und andere nicht. Feuern nach Belieben. Energie ein. Würde aber bedeuten, dass wir hier definitiv... Also das geht dahin, das geht dahin, das geht dahin, das geht dahin. Das heißt, wir bräuchten hier auf jeden Fall noch ein weiteres Prisma. Wir probieren es mal. Dann machen wir das jetzt so. Dann machen wir jetzt noch einen konzentrierteren Strahl, der einfach noch mehr Damage macht. Das würde bedeuten, die beiden hier zusammen. Und dann bräuchten wir nochmal... so ein Ding. Und ein... Oder wir machen zwei Strahlen. Zwei Strahlen sind, glaube ich, eine so schlechte Idee. Und dann könnte man nämlich zumindest hier noch ein bisschen... hier das ein klein wenig sicherer hinbekommen. Ja, irgendwie sowas, das passt schon. So, okay, perfekt. So können wir das bauen. Und dann wäre das jetzt einmal das... Hopp. Oh, richte dich mal aus. Das ist STRGP. Zack.
Den richten wir nicht aus. Vielleicht machen die ja was. Das würde mich mal interessieren, ob das irgendwie klappt. Wir haben ja halt hier vorne jetzt nicht so viel Schild. Das ist so ein bisschen das einzige Problem. Aber die kommen ja eigentlich noch raus, ne? Deswegen würde ich jetzt mal hier noch nicht weiter das großartig einschränken, sondern das einfach mal so lassen. In der Hoffnung, dass das Prisma keinen zu krassen Schaden davon nimmt. So, was haben wir hier noch? Spulen? Anderen Kram, Schwefel, Munition, okay. Ich weiß aber nicht, ob wir uns in dem Fall dann gleich nochmal mit dem Großen anlegen wollen. So, der Peacekeeper. Sind alle an Bord? Ah, okay. Jetzt lenkt das Ding auch von alleine. Das ist spannend. Okay, dann kann ich dem direkt jetzt sagen, wo er hinlenken soll. Und dann richten die sich nämlich auch ein bisschen besser aus. Schöne Kanonen. Viele von diesen. Fliegen die EMPs rein, ne? Legen hier einmal unser Schildzeug aus dem. Unser Schildzeug legen die hier lahm. Und jetzt haben wir wirklich ein relativ gut dosiertes. Hier fehlt irgendwie ein Strahl, ne? Deswegen ist der hier ein bisschen kleiner. Das krüppelt dann natürlich unseren Schaden, ne? Das sollte nicht so sein. Naja, wir machen mal ein bisschen schneller. Normale Geschwindigkeit, denke ich, tut's auch. So, und da lasern wir hier sozusagen einmal alles weg. Mal ein bisschen gucken, was da noch kommt. Ja, ihr seht, in normaler Geschwindigkeit nimmt das nämlich schon alles ganz schön krass Schaden hier, ne? Also im Arsch. Einmal durch. So, was hat uns das gekostet? Das ist, denke ich, überschaubar. Ja, okay. Das gefällt mir auf alle Fälle schon gar nicht mal so sehr schlecht. Weiß nicht, ob wir damit den Nuke-Typen auseinander aus dem Leben reißen können, aber naja. Ich würde sagen, wir belassen es... Nee, wir machen mal eine Runde machen wir noch. Irgendwo mal gucken, ob wir noch so ein Ding mit so ein paar kleinen Schiffchen finden. Das wäre, glaube ich, noch eine ganz coole Sache. Und danach... Werden wir in der nächsten Folge, werden wir mal noch dran rumschrauben und probieren uns nochmal an den anderen Sachen. Ja, perfekt. Also, gespeichert ist. Dann geht es jetzt noch einmal hier rüber, nicht in dieses Gebiet, weil hier sind ja noch ein paar andere gewesen. Ich weiß auch nicht. Gucken wir mal, ob es ans Leder will oder ob der
Oder lass uns unser Ding machen. Uran ist natürlich auch nett. Ja, das Schöne mit der Energie ist ja immer, hier sind zwei Schiffe, das ist schon mal ganz gut. Genau, das können wir uns jetzt nochmal angucken. So, 8 und 13. Dann würde ich vorschlagen, zuerst den, weil der nicht viel hat, ne? Fangen wir hier an, da, da, da. Ich glaube, das ist keine so schlechte Sache. Okay. So, sehr gut. Und der hier, den habe ich auch schon mal gehabt. Da sind die Raketen in der Mitte manchmal ein bisschen nervend. Aber den können wir eigentlich auch einmal komplett durch die Bank weg einfach alles wegschießen. Immer Stück für Stück alles weggelasert da. Ja, ansonsten macht das halt keinen Schaden, das Zeug. Das ist schon krass. Rein. Dann fräsen wir uns noch hier hinten zum Generator 1 und dann hinten zum Generator 2. So einfach ist das hier. Also es ist schon echt eine coole Geschichte. Und diesmal haben wir tatsächlich gar keinen Schaden gefressen. Kann das sein? Ja, sieht so, als wären wir noch heiler. Also das heißt, Nukes könnten hier unser größtes Problem sein. Ansonsten ist das mit den selbstdenkenden Teilen schon eine ganz coole Geschichte. Und das, was ich bei dem Nilaus gesehen hatte, war ein Schiff, was etwa, naja, ich würde sagen, auf alle Fälle doppelt so viel Damage hatte in Form von Prismen. Plus 4 Wayguns in der Mitte, die gingen einmal von vorne bis hinten komplett durch. Die Dinger gingen irgendwie quer durch die Seite mit diesen ganzen Turbinen. Das wäre jetzt nicht ganz so krass in der Form machen. Und der hatte vorne noch Deckkanonen. Das war eigentlich so dieser Punkt. Und das so in der Form finde ich, glaube ich, nochmal spannend. So, wir werden aber jetzt trotzdem noch einmal ganz kurz hier den Angriff machen. Und wir werden entweder gewinnen oder verlieren. Aber dieses Nuke-Schiff wäre tatsächlich nochmal so ein Punkt, wo ich sagen würde, da hätte ich schon Bock drauf, den irgendwie mir nochmal vorzuknöpfen. Hier sind mehrere Schiffe, das ist gar nicht die New. Ja, das sind wieder andere. Ja, nix. Ah, die kämpfen hier gegen andere Schiffe, ne? Und das ist halt das Coole. Oh, das ist ein grünes Schiff. Das müssen, glaube ich, ein bisschen langsamer machen. 16 und noch ein anderer. Und da haben wir den großen. Ja, das ist ja eigentlich schon fast ein gefundenes Fressen, wenn wir uns den jetzt vorknüpfen. Wir schnappen uns erstmal den hier. Perfekt. Und solange die aneinander rumsnacken und die beiden da oben hingehen, würde ich mich tatsächlich hierhin begeben und würde dem die wegballern. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache. Zwei Schiffe, die auf uns sauer sind. Der ist durch. Er
halt schön, wenn man da irgendwie durch das Schiff kommt. Das ist so geil, weil das uns gerade voll Defense gibt. Okay, sehr gut. Da schießen die Prismen nämlich überall hin. Das ist ein ganz schön krasses Ding, ey. Ja, da hat es den nächsten aus dem Leben gehustet. Sehr gut. So, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt mit den Gesuchten ein großes Problem für uns wird. Das sind natürlich alles jetzt diese Dinger, ne? Ist jetzt hier voll ans Leder. Der andere kommt bestimmt auch nochmal zurück. Und der hat Nukes und den Kram dran. Also das heißt, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ist aber cool, wenn wir hier so rumkommen. Das, dann klappt das schon. Wir bremsen uns nur gerade selber ein bisschen aus. Dann haben wir den ja auch noch, der auch noch auf uns will. Ja, das mit dem Gesuchtsein ist, glaube ich, nicht so dolle. Na, okay. Naja, wir kämpfen mal weiter. Mal gucken, ob wir sie kaputt kriegen. Das wäre, glaube ich, nochmal so ein Punkt, wo ich ganz gerne Lust drauf hätte. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. So wird das nämlich jetzt hier. Dann kann man hier einmal nochmal richtig schön... Dann kann man zumindest versuchen, die Nukes hier einmal wegzuknallen. Der wird hier wohl gleich durchs Schild und Co. durchdringen und hier die Seite wird es gleich zerhauen. Bin ziemlich sicher. So, der zweite? Der macht gar nichts, oder? Außer cool aussehen. Also das muss man wirklich sagen. Die Schiffe, die die hier designt haben selber, die sehen schon richtig, richtig cool aus. Vielleicht sollten wir einfach frontal versuchen drauf zu bleiben. Vielleicht kriegen wir einfach da mehr Damage rein, wenn wir uns einfach durch die ganze Kurse hier durchfressen. Oh, Roms. So sieht das aus. So, dann haben wir den jetzt noch und dann den da oben noch. Oh mein Gott, ey. Aber der Punkt ist, dass unsere Waffensysteme noch laufen, ne? Also es ist krass. Wir haben hier oben zwar die ganze Ecke verloren, aber unser Kernwaffensystem ist noch da. Das macht schon eine ganze Menge aus. So, jetzt bin ich auf den gespannt. Den? Da sind so viele Schilder, die hier aufeinander prallen. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Da bräuchten wir EMPs und Co. Versuchen den jetzt irgendwie hinten ranzukriegen. Ganzen Backteilen und allem. Wäre es cool, wenn wir irgendwie versuchen könnten, hier durchzukommen. Oh, das ist noch ein großer. Sehr gut. Die greifen sich gegenseitig an. Ja, sehr gut. Wie viele Mats das hier sind, Freunde? Wahnsinn. Jo,
da hat es uns zerlegt. Naja, gut, war dann mal nochmal ein krönender Abschied für diesen Riesenfight. Und beim nächsten Mal bauen wir uns einfach ein Schiff zusammen, was den ganzen Kram hier richtig ordentlich auseinanderflext. Also, bis dann, tschüss.